Ja, da ist er. So, ich glaube, das tat ein bisschen weh. Ich habe mich zu Tode erschreckt. Ja, ich nicht, haha. Tja, sehen wir uns ruhig mal um. So, was haben wir hier? Nachricht an Sache. Soldaten gehen von Tür zu Tür und zwingen die Leute, in Busse zu steigen. Ein paar Häuser weiter sind Schreie zu hören. Die Zeit wird knapp. Ich habe angerufen und gewartet, aber ich kann nicht mehr warten. Ja, genau. Ich habe unsere Sachen in ein paar Koffer gepackt. Ich warte in der Quarantänezone auf dich. Suche nach mir. Bis bald. Ja, keine Ahnung, wer auch... Ob sie sich je gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Boah, auf jeden Fall die beste Liebesstory ever. Eine sehr romantische Story war das. So. Ich denke, dann müssen wir hier auch langsam fertig sein. Da haben wir noch ein bisschen ein paar Erbsen. Ein bisschen Leben. Gut, was sollen wir jetzt erstellen? Können wir uns dann nicht mehr erstellen. Wir können uns nur noch sowas erstellen. So, genau. Wir haben genug Leben, das brauchen wir nicht. Oh, verdammt. Vor allem ist aufgefallen, wenn wir den Molotow-Cocktail in die Hand nehmen, zündet er ihn sofort an. Wie schaltet er ihn aus? Er packt ihn einfach blend wieder in die Tasche. Läuft bei ihm auf jeden Fall. Lass uns von hier verschwinden. Ja, das würde ich auch sagen. Ich frage mich nur, wie man da hochkommt. Übrigens, so ein Stuhl auf so einem Truck ist hier extrem sicher, weil... Ich meine, die können ja gar nicht klettern, ne? Wahrscheinlich habe ich wieder so eine komische Denkweise gerade, aber... Meine Denkweisen sind immer richtig. Klar doch. So. So. Okay, zurück, zurück. Okay. Oh, guck mal, mit einem Schuss geht das ja alles kaputt. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ein Wunder, dass ich nicht erschreckt habe, was ich denken muss, weil ich einfach so in die Luft schlage. Was mit der für Drogen denkt sich wahrscheinlich. Na, guck mal, er chillt, er chillt. Ich habe noch nicht so einen chilligen Zombie gesehen. Der ist so richtig am Chillen. Was für ein Chiller-Zombie, ne? Guck mal, wie er chillt. Muss gemütlich sein. So, voller Gras schon, guck mal. Ich würde gerne auch Spaß mal. Einen Moment mal bitte. Das bin ich jetzt unter der. Oh shit. So, der Fotomodus, genau. So. So. Genau. Helligkeit. Ich hab's immer noch nicht so wirklich drauf, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, dass man die Helligkeit ändern kann, das ist ja wirklich schon, ne? Pervers. So, genau. So. Genau. Farbfilter, genau, das ist auch sehr cool. Oh, verdammt, das war das Falsche. Verdammt, Moment mal. Tiefenschärfe. Ich liebe Tiefenschärfe. Ja, okay, nicht wirklich. Wenn ich so drüber nachdenke. So, lass uns weiter gucken. Sichtfeld. So. Das Ding ist, ich weiß halt leider nicht, wie man jetzt, das Bild macht. Muss man vielleicht irgendwas drücken oder sowas? Select. Start. Ah. Okay, ich verstehe. Einmal mal bitte so. Nee, das war... Oh shit, genau. Oh komm schon, jetzt verarsch mich nicht, Alter. So, genau. Jetzt kann man um nur deine Videoclips und Screenshots zu speichern, drücke. Okay. Okay, jetzt haben wir den Screenshot hier und den können wir hochladen, theoretisch. Gut, aber ich verstehe, okay. Ja, gut. Ist halt ein cooles Feature, ne, aber beenden wir erstmal den Fotomodus. Ich wollte es nur austesten, war ziemlich interessant, fand ich. Siehst du? Zurück. Oh shit. Habe ich fast übersehen.
Ich hatte so Schaden habe ich genommen. Shit. Wie dumm. Bitte, kann mich jemand einmal bitte backpfeifen? So eine scheiß Verschwendung aber auch. Nur weil ich zu einer... Jesus. Kann man sich wirklich so drüber ärgern. Aber ansonsten geht's dir gut, Ellie, ne? Ja, dir geht's bestens, genau. Bleib in meiner Nähe. Nee, lauf ganz weit weg von mir. Okay, wir haben dort Munition. Sag mir bitte... Okay, wir können nachladen, sehr schön. So, vielen Dank. Jetzt überlege ich gerade, welche Waffe ich eigentlich nehmen sollte. Gut, ich denke, wir gehen jetzt rein. Ellie, komm schon, wir... Oh mein Gott, ich habe gar keinen Bock mehr. Ich hab dich. Verdammt, Bill. Was oh ist mein passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen. Ja, noch ein bisschen lauter vielleicht. Das ist eine gute Idee. Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Schneid das Seil durch, so komme ich runter. Bin dabei. Ah, vor allem, wenn er fällt, ne? Eieieiei. Also ich mag's, ich habe ja nichts dagegen, kopfüber zu sein, aber Joe! Das Fallen. Oh, shit. Scheiße, sie kommen. Nein. Verpiss dich, Alter, du Motherfucker. Ey, ich drücke ohne Scheiß, ich drücke den ganzen Viereck. Wenn ich jetzt sterbe, dann kann ich nichts für, sorry. Genau, da kommst du die nächsten. Natürlich verfehle ich erstmal richtig. Genau. Ich kann euch sagen, das ist auf jeden Fall nicht mein Lieblingsspielchen hier gerade, was hier gerade passiert. Ja, da haben wir natürlich den Knicker. Noch besser. Wenn der zu mir kommt, bin ich ja richtig tot. Bin bereit, Ellie. Halt durch! Ja! Scheiße! Ellie, du bist die Beste. Alles okay? Der ist vielleicht noch tiefer runter. Los, du schaffst es. Shit. Okay. Hier, fang! Ja, danke. Danke. Was war das? Munition oder was? Verdammt normal! Ah, komm schon! Oh, ich krieg mich durch! Beeil dich! Oh shit! Oh shit, diese Typen sind gestört, Alter. Aber gut, wem sage ich das eigentlich? Ich glaube, ihr wisst das. Na toll, da haben wir wieder einer unserer besten Freunde. Ja, die wissen auf jeden Fall nicht, um was es geht. Ich denke sogar, der Klicker ist zu klein, um zu mir zu kommen. Oh shit, ah! Oh verdammte Scheiße, das schmerzt. Oh, mein Rücken. Oh shit, verpiss dich, du Hurensohn, Alter, verpiss dich. 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4. Genau. Oh, wir haben. Beweg deinen Arsch und steh auf! So. Wo lang geht's? Oh shit. Alles klar. Wo lang? Okay, ich folge dir. Oh shit, das wollte ich gar nicht. Ich glaube, ja, ich denke, ich werde den Fotos. Oh Gott, jetzt kommt der Fotosmode. Warte, Moment mal bitte, ich schalte den mal kurz aus. Der geht mir echt auf die Nerven gerade. Shit, da haben wir einen. Oh shit. Yo, shit, ja. Oh mein Gott, das ist wirklich hart. Da bin ich sehr, sehr oft gestorben, muss ich zugeben. Bin ich sehr, sehr oft gestorben damals. Aber jetzt könnt ihr live dabei sein. So. Lauf, Ali! Hey, hallo! Ah, die waren schon drin, ne? Ach, das war der Fehler. Okay, ich verstehe. Schnell weiter, hier sind wir nicht sicher.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Bill, sie kommen durch die Tür! Oh shit! Ja, für die Spasten werde ich noch keine Munition verschwenden. Sorry, aber da habe ich besser das zu tun, als Munition für solche Wichser zu verschwenden. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen lieber los und laden erstmal nach. Oh shit! Oh shit! Sie kommen her! Sie kommen her! Lauf weiter, hier lang! Schnell, kletter hoch! Kletter doch hoch! Wir sind doch zu lange. Los, Ellie, schnell! Ich lauf ja, ich lauf ja! Geht ab! Diese Klicker sehen sehr, sehr geil aus in diesen Filmszenen hier. Mann! Das war knapp! Ja, das kann man so sagen. Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal lang. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zuckst. Verdammt nochmal. Was das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus. Löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir es kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, Biest. Pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann's nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. So, hier sind wir jetzt endlich bei ihm. Was? Trainingsbücher? Messerhandbuch Band 1. Verbesserte Haltbarkeit von Klingen. Schärfen. Eine geschärfte Klinge reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden oder Punktieren und erhöht somit die Lebensdauer der Klinge. Wie können wir das machen nochmal? Mit Training. Ja, das ist sehr schön, aber wie funktioniert das Training nochmal? Damit können wir nämlich die Klingen länger haltbar machen. Einen Moment mal bitte, ich würde gerne... Shit, einen Moment mal, nein! Warte doch mal, alter Schwede. Wieso haben die sich so eilig? Hat noch ein paar Sachen hier zu erledigen. Kann ich nachladen? Weil ich würde gerne die Munition da mitnehmen. Shit. Wieso lädt er nicht nach? Also das verstehe ich jetzt nicht, sorry. Ah, okay. Genau, ich glaube wir haben... Oder auch nicht. Ich habe keinen Plan, sorry. Das ist doch die Waffe, oder nicht? Ja, das ist die Waffe. Ich kann es nicht aufheben. Meine Munition ist voll, aber ich könnte nachladen und trotzdem was aufheben, aber... Ich weiß nicht, was das Problem ist. Gut, er hat ja gesagt, wir können uns hier bedienen. So, nehmen wir mal das mit. Genau, wenn wir auf jeden Fall... Ah, wir können hier lang einfach. Bilds Karte. Karte von Bildstadt. Wenn wir die gebrauchen, das ist hier die Frage. Einen Moment mal bitte. Shit, das wollte ich gar nicht. Wenn wir jetzt so ein... Okay, ich glaube, durch dieses Buch haben wir jetzt, Was ist jetzt durch dieses Buch passiert? Können wir jetzt die Messer öfter benutzen, oder was?
Ne, ist voll scheiße, okay. Das ist echt merkwürdig, ich weiß nicht genau, ob wir das Messer jetzt öfter benutzen können. Ich liebe diese Geräusche, die sie ab und zu mal macht. Das ist ja so lustig, Ali, das ist so lustig. Jetzt wirst du sterben dafür, Spaß. Okay, Ali, los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Ich sehe es gerade. Schaut euch das mal an. Dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Unten rechts. Du hast nicht übertrieben. Ja, ist einmalig. Diese Klinge da, da wo eine 3 steht, da seht ihr jetzt, dass es 2 Striche gibt. Das bedeutet also, dass... Ja, genau, das bedeutet das. Also in was für einer Scheiße steckst du? Und wo ist Tess? Das ist dein Job. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Die werden wohl keine Freunde mehr. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich werde keine Freunde. Ja, aber habe ich auch gesagt. Wo geht's hin, Bill? In der 2 versteckt. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht, da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. So, ja, die beiden verstehen sich auf jeden Fall brillant. Ellie, kannst du bitte, danke. Ist natürlich jetzt immer so eine Sache. So, 5-mal können wir draufschlagen. Medizin, sehr schön. Ali muss sich auch überall umsehen. Sie hat so vieles noch gar nicht gesehen. Es ist ja quasi eine neue Welt für sie, wenn wir so sehen. Und der Typ heißt ja Bill, ne? Sorry, wenn ich jetzt irgendwas durcheinander gebracht habe. Wie gesagt, mein Name sind meine Schwächen. Aber der Typ heißt ja Bill und der scheint ziemlich... Da drin ist was. Komisch zu Gästen zu sein. Darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch, alles okay. Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja klar, beschäftigt. Ah, hört sich an, als gäbe es Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Okay, dann mal los. Hab Geduld ein bisschen, hab ein bisschen Geduld. So, okay. Entschuldigung, Sir. Was möchten Sie in meinem wundervollen Laden kaufen? Gar nichts. Kaufen Sie was! Spaß. So würde ich meine Kunden behandeln. Wenn ich so einen Laden hätte. Gut, der Typ ist eingeschlafen oder sein Kopf ist abstimmt. So. Ah ja, an diesem Ort kann ich mich noch erinnern. Scheiße. Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. Was das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal! Infizierte! Mist! Macht euch bereit! Der Kampf beginnt, meine Freunde. So, hoffentlich klappt das diesmal beim ersten Mal. Oh shit. Oh yeah. Was eine gute Idee war, ich schätze mal schon. Jetzt verbrennen die Bastarde wenigstens. Wenn man sich überlegt, wie schnell das eigentlich geht, ne? Damals bin ich hier, ich glaube, 10-mal gestorben, wirklich. Jetzt ohne Scheiß, wirklich. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es bereuen. Allerdings haben wir jetzt noch einen Molotow-Cocktail, scheiße. Das ganze Zeug aus dem Lager holen und zum Osten. Für den Selbstgespräche. Mal wieder. Und dann muss man... Bill? Joel? Hier lang. Sexy. Und weiter geht's. So, mal sehen, was wir hier finden. Anscheinend gar nichts. Okay. So, dann würde ich sagen, dass wir erstmal hochgehen. Und uns da umsehen. Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weißt du, so schlimm die Dinger sind, man weiß, was sie wollen. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen.
Was soll das heißen? Gar nichts. Hält sie das Tor wirklich auf? Tja, es ist zu, sie haben keinen Schlüssel. Diese Logik, die dahinter steckt, die ist sogar für mich zu viel. So, wo sind wir denn hier, Schönes, gelandet? Wir sind da. Es ist im Keller. Alles klar. So, das war's auch für diesen Part. Bewerten, kommentieren, nicht vergessen, abonniere jetzt meinen Kanal, um unsere Nation beizutreten. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!